So, liebe Leute, damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Strahlender Diamant und wir machen heute weiter mit dem Let's Play und ja, wir sind in Florio, beziehungsweise haben die Stadt zumindest jetzt zum letzten Mal der letzten Folge erkundet und ich hoffe, dass das jetzt mit der Aufnahmelautstärke ein bisschen passt, weil in der letzten Aufnahmesession, also insgesamt die letzten 5 oder 6 Folgen waren das, war das Problem, dass ja, man mich nicht mehr wirklich gehört hat. Ich kann das leider nicht in der Aufnahme nachprüfen. Ich bin auf das Feedback von euch ein bisschen ja, drauf angewiesen. Und ich hoffe, dass es jetzt ein bisschen besser wird. Ich habe die Spielmusik leiser gestellt. Also ich sollte mal ein bisschen in die Einstellungen gucken. Ich hatte vorher alles auf 8. Und zwar habe ich jetzt die Musik auf 3, die Lord Effect auf 4 und die Pokémon auf 5 gestellt und habe auch die Mikrofonaufnahmelautstärke ein bisschen höher gedreht. Ich hoffe, dass das jetzt soweit alles wunderbar funktioniert. Also wie gesagt, herzlich willkommen erstmal zurück zu Let's Play Pokémon Strahlender Diamant und wir machen heute weiter mit dem Thema Windkraftwerk. Ja, was da so vor sich geht, das erfahren wir jetzt, wenn wir die Route 205 betreten und wir nehmen aber erstmal diese zwei Bären hier mit. So, die nehmen wir komplett mit. So, und dann haben wir erstmal diese junge Dame hier. Wenn wir an der vorbeigehen, hält die uns erstmal auf. Hilfe, 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 mein Trainer. Kannst du meinen Papa holen? Ja, aber die dem Kindkraftwerk. Aber die Leute, die wie Astronauten aussehen, sind ganz fies und wollen mich nicht reinlassen. Scheint wohl, dass wieder Team Galactic ein bisschen zugange ist. Hier oben stehen noch zwei von denen und wenn wir die versuchen zu passieren, passiert das hier. Hey, wir von Team Galactic erforschen hier den Ewigwald, also keinen Schritt weiter. Es teilt unsere Forschung, Pokémon in den Blumenfeldern von Flori zu fangen. Wozu wir die Energie des Windkraftwerks nutzen? Ja, geht sich gar nicht an. Ja, hier kommen wir also nicht weiter und das heißt, wir müssen jetzt in Richtung Windkraftwerk. Und erstmal hier ein Item, ein Trank. Ach, wag es bloß nicht in das Windkraftwerk zu gehen. Ich wurde angewiesen, jedem den Zutritt zu verwehren, der nicht zu Team Galactic gehört. Aber dein Gesicht sagt mir, dass du es trotzdem versuchen wirst. Entschuldigung. Also gut, dann lass uns mit deinem Kampf entscheiden. Gut, der Typ will auf jeden Fall kämpfen und ja. Das heißt, hau auf. Er fängt irgendwie Schaden an, ne? Ich hoffe, das war ziemlich bald unser nächstes Teammitglied dran. Mit Bliebrim haben wir erstmal schon mal ein Pokémon, das sich entwickelt hat. So, Pieks auf jeden Fall Schattengang erstmal. Ganz. Aua! Dann nimm halt die. Okay. Und Heuler. Die reicht Level 14, scheint es bleibt der Level 14. Noch, also kann sein, dass ich den nächsten Mal entdecke. Wie gesagt, aber erstmal sind es provisorische Teammitglieder. Also es ist noch nichts Festes. Ah, als ob ich jetzt ein Pokémon eine Chance hätte. Bist wohl nicht hoch genug bei deinem Chef, hä? Oh, Stacheli entwickelt sich. Also, wir haben unseren zweiten Entwickler. Und wir kriegen den dritten jetzt gleich bald hinterher. Also, Stacheli wird auf jeden Fall erstmal zu Staravia. Eintrag für Staravia. Latros hatte ich von einem dummen Balk aufs Kreuz gelegt. Du kannst gar nichts machen, wenn ich mich mit dem K-Schlüssel hier einfließe. Es gibt nämlich nur noch einen weiteren Schlüssel und den haben meine Kollegen, die sich beim Blumenfeld aufhalten. Wer zuletzt lacht, den machen wir doch am besten. Das ist jetzt blöd. Eigentlich würde ich da jetzt gerne rein. Aber er hat doch schon durchblicken, dass seine Kollegen, die warten im Blumenfeld. Das Blumenfeld haben wir, glaube ich, die letzte Folge mal ganz kurz angeguckt. Also nicht angeguckt, sondern in die Richtung gegangen. Da kommt ihr nämlich, wenn ihr hier hochgeht. Und da ist das Blumenfeld, die Augen von Flori. Und hier stehen schon zwei fiese Rüpel. Halt den Stapel und drückt den Honig aus. Und zwar bis auf den letzten süßen Tropfen. Ja, dann tu, was sie sagen. Team Galact braucht ihr Honig, um möglichst viele Pokémon damit anzulocken. Hey, da ist jemand. Was machen wir nun?
Wir dürfen nicht zulassen, dass das Kind losrennt und Hilfe holt. Wir sind auf der Hand. Wir sorgen dafür, dass das Spike seinen Mund hält. Ja, scheint ein Doppelkampf zu sein. Ist aber keiner. Und zwar ist das ein einziger Rüpel. Wir werden jetzt erstmal angreifen und einen Baubweg an. Aha. Dann gehen wir mal mit Wasser auf. Das sollte ziemlich effektiv sein. Loco. Also jetzt eine weitere Version von Wampel oder eine von den beiden. Pandikon ist die andere. Die Flinkklaue triggert. Und damit auch diese Oh. Okay, Schaloko, vielleicht steckt's weg. Damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre jetzt einfach so ein bisschen lange KO. Ja, schon mal. Da kriegt er noch eine Alpha-Knarre hinterher und dann dürfte das eigentlich das Ende gewesen sein. So, der erste Rüpel ist schon mal Geschichte. Ah, oh, Mensch, ist das peinlich. Die werden mir bestimmt den Lohn kürzen. Jetzt bekommst du es mit mir zu tun. Ich habe die beste Karten natürlich im Kampf gegen meinen Kollegen bereits ausgepowert hast. Naja, ausgepowert. Boah, nicht wirklich. Also, Zubat auf jeden Fall ist ein erstes Pokémon. Er hat 3 Stück insgesamt. Sollte eigentlich durchaus machbar sein. Ja, dachte mir, das Zubat das jetzt Horrorblick ein. Aber ja, wirklich. Okay, ich dachte, er hat ja nicht 3 gehabt. Ich das auf, die 3 sind meine, ne? Er hat 1. Okay, dann waren sie kein Problem. Ich dachte, ich hätte gesehen, dass sie 3 hättet. Aber gut, okay. Dann ist schon vorbei. Ah, oh, die Sonne ist stark. Zu stark. Mir fehlen die Worte, so stark ist das Kind. Und mein Wortschatz ist eigentlich echt groß. Das war's für uns. Lass uns zurück zum Windkraftwerk gehen. Oh, was ist das für ein Ding? Diese Typen hier müssen uns vergessen haben. Das ist ein Schlüssel. Der gehört bestimmt zum Windkraftwerk. Ich kann damit nichts anfangen. Nimm du ihn. Okay, danke schön. Der Kachschlüssel. Vielen Dank, du hast mich gerettet. Diese Schurken wollten mir meinen feinen, süßen Honig stehlen. Die waren nicht nur seltsam gekleidet, doch haben auch völlig wirres Zeug gefaselt. Wer weiß, was das für Leute waren. Ich würde sie ihm da gerne verschenken. Hier, bitte. Ein Glas Honig. Wenn du etwas Honig auf die Rinde eines süß riechenden Baumes schmierst, lockst du damit vielleicht Pokémon an. Okay. Okay. Machen wir das doch mal. Vielleicht finden wir was. Also, jetzt nicht auf sofort, sondern irgendwann. Wenn wir nur da denken, da irgendwie mit, mal wieder zurückzukommen, dann irgendwann. Na gut. Okay, dann geht's jetzt weiter im Windkraftwerk auf jeden Fall mit dem nächsten Teil. Weil wir haben ja jetzt den Schlüssel. Wir können natürlich jetzt da rein. Und dann können wir mal schauen, was wir, oder was uns da überhaupt erwartet. So, Schlüssel verwenden auf alle Fälle. Und rein mit uns. Dann gucken wir uns da drin mal um. Wie bitte? Nee, oder? Du hast den Schlüssel? Der hätte ich dir gar nicht erst aufschließen müssen. Mist, jetzt bin ich der große Verlierer. Ich habe keine Zeit für Selbstmitleid. Ich werde dem Kommando Bericht erstatten. Und mach du mal. So, der nächste Trainer hier. Ich war kein späßes Kindchen. So hat er bloß einen Profi. So, auf jeden Fall diesmal da nur ein Pokémon. Diesmal ist es richtig. Ich hatte eben schon gesagt, eine weitere Version von Baumpel ist Panikon. Das sehen wir jetzt gerade noch. Der Baumpel kann sich tatsächlich in 2 verschiedenen Pokémon entwickeln. Zu Panikon oder zu Schaloko. Ich glaube, das hängt von den Werten aus. Von den Werten ab, wie der sich entwickelt. Ich glaube nicht mehr wirklich von wie schlecht, sondern von den Werten aber zu Papinella oder aber zu Pudox wird. Auf jeden Fall machen wir jetzt erstmal dieses
Amazon piekst mir und es überlebt auf jeden Fall. Okay. Also sind meine Verteidigungswerte gar nicht so schlecht. Entschuldigung. Ich sitze hier so gerade halb eins in der Nacht. So, okay. Lieferin erreicht Level 17. Ja, das war die ganze Arbeit zunichte gemacht. Hier oben ist noch ein Trainer, den nehme ich auch gerne mit, weil die Erfahrungspunkte können wir bestimmt gut gebrauchen. Elektrizität aus dem Windkraftwerk abzapfen, das ist unsere Mission. So, er fängt jetzt mal an den Band an. Diesmal auf der Pieks-Geschichte, das kleine Würmchen. Vielleicht schaffen wir wahrscheinlich sogar noch dieser Folge mit der Entwicklung. So, Metallklaue auf Charmian. Ja, fast. Ja, komplett mal mit Gale. Ist nämlich ein Volltreffer gewesen, sonst wäre es niemals so viele abgezogen. Es gibt mehr gegen den Strich als Kinder, die sich als Hacker-Trainer anpuppen. Jo, und hier haben wir die nächsten, einen Rüpel und einen wahrscheinlich Commander. Ein Pokémon kann nicht mehr weiterkämpfen. Für diese Lage werden sie mir sicher all meine Pokémon wegnehmen. Im Verarbeitung hat. Also Commander wird dich in Grund und Boden stampfen. Mal komm her.